So, fangen wir mit der Aufgabe 2 an. Ein Körper ohne Anfangsweg und Anfangsgeschwindigkeit bewegt sich 4 Sekunden lang ungleichmäßig beschleunigt mit linearem Beschleunigungszuwachs. Gegeben ist das AT-Diagramm des Vorgangs. Aufgabenstellung A. Bestimmen Sie die Konstante K mit Hilfe des Diagramms. Okay. Hier habe ich also den Operator bestimmen der Konstanten K. So, auf geht's. Ich muss erstmal mit dem Diagramm arbeiten. Ich suche mir dann dazu 2 Punkte aus. Hier ist der Vorteil, dass ich gleich im Koordinatensystem bin. Da kann ich also wunderbar mit arbeiten. Ich versuche ein großes Anstiegsdreieck. Also habe also hier mein Delta A mit 2 Meter pro Sekundenquadrat. Und jetzt lote ich noch zur Koordinate. Delta T ist 4 Sekunden. So, mein Ansatz für die Aufgabe lautet, A ist gleich K mal T. Ich möchte K bestimmen, ich stelle also nach K um. K ist gleich A durch T. Jetzt aus dem Diagramm die Werte einsetzen und ich erhalte dann K ist gleich A war 2 Meter pro Sekunde Quadrat durch 4 Sekunden. K ist damit dann 0,5 Meter pro Sekunde hoch 3. Und damit habe ich K bestimmt.